Zeugin Hildegard Bischoff, Angestellte, 51 Jahre alt, 69. Verhandlungstag, 24.07.1964. Frau Bischoff, Sie heißen mit Vornamen Hildegard? Ja. Sie sind eine Geborene? Quandt. Quandt. Sie sind wie alt? 51. Sie sind von Beruf? Ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst. Sie wohnen in? Bremen. In Bremen. Ja. Und sind Sie verwandt oder verschwägert mit einem der Angeklagten? Nein. Nein. Frau Bischoff, Sie sind auch in Auschwitz gewesen, und zwar mit Ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Karl Bischoff, ja, der dort bei der Bauleitung tätig war. Ja. Wann sind Sie etwa dort gewesen? Ende 1941. Ja, Sie sagt mal August oder September 41? Nein, August, das ist vielleicht ein bisschen früh. So, also Ende 41 bis wann? Bis zur Flucht. Bis, ich glaube, 18. Januar 45. Ja, 18. Januar 45, das war der Tag, an dem das Lager evakuiert worden ist. Tja, das ja. Nun, Sie haben dort gewohnt, innerhalb der äußeren Postenkette. Ja. In einem Einfamilienhaus. Ja. Und Sie sind endgültig hingezogen, Sie sagten im Spätherbst, also vielleicht im Oktober oder November 41. Ja. Ja. Frau Bischoff, Sie waren ja nun praktisch die ganze Zeit dort, in der das Lager bestand. Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch beobachten können, dass Menschen getötet worden sind? Ja. Und zwar, würden Sie uns das mal erzählen? Ich habe einmal, also beobachtet nicht direkt, es war schon geschehen. Hinter unserem Garten wurde eine Frau erschossen. Ja. Sie haben da ein Geschrei gehört und es wurden Schüsse abgegeben. Ja. Da ist eine Frau erschossen worden. Wissen Sie, wer das damals getan hat und wieso es dazu gekommen ist? Nein, ich meine, ich habe es nicht gesehen. Ich wurde darauf aufmerksam, als gerufen wurde und dann fielen Schüsse. Ich meine, sie wollte vielleicht fliehen durch die Postenkette. Haben Sie in Auschwitz die Krematorien gekannt? Nein, ich habe einmal eins gesehen, als es im Bau war. Als es im Bau war? Ja. War das das erste der vier großen Krematorien, die nachher bestanden haben, oder war das das zweite oder dritte? Das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, dass mehr gebaut wurden. Ja. Nun, wussten Sie, was in diesen Krematorien vorging? Nein, damals wusste ich das nicht. Nein, wie Sie es angesehen haben, nicht? Nein, ich habe angenommen, dass es eben wie ein Krematorium zur Verbrennung von Leichen, ja, von Menschen, die auf natürliche Weise zum Tode gekommen waren. Ja. Wann haben Sie zum ersten Mal gehört, dass dort Vergasungen stattfanden? Tja, Vergasungen? Nun, wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden? Oder hat Ihnen das jemand erzählt oder haben Sie selbst Wahrnehmungen gemacht? Ja, ich wurde darauf angesprochen von einer Frau, die auch im Lager wohnte. Eine Frau, die im Lager wohnte? Ja. Also keine Frau, die dort als Gefangene wohnte, sondern? Nein, von einer, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja, was hatte sie denn für einen? Sie machte mich auf den Geruch aufmerksam. Auf den Geruch? Ja. Ja, und wann war das ungefähr? Das.
vielleicht Anfang 44 oder... 44, ja? 44 oder Ende 43. Ende 43, Anfang 44. Ja, genau. Nun, Sie haben doch dann, wie Sie das nun bemerkt hatten, doch sicherlich mal mit jemand darüber gesprochen, vielleicht mit Ihrem Mann darüber gesprochen oder sonst jemand. Haben Sie keine näheren Kenntnisse bekommen, was da los war in diesem Lager? Doch dann ja. Doch dann haben Sie sich erkundigt und was haben Sie Nein? Erkundigt. Diese Frau sagte es mir. Die Frau sagte Ihnen, dass da Vergasungen stattfinden. Ja. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass so etwas doch schockierend wirkt auf einen Menschen. Haben Sie nicht vielleicht einmal Ihrem Mann Ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht oder Ihre Bestürzung? Bestimmt. Ja, und hat er Ihnen nichts Näheres sagen können? Nein. Ihr Mann hat doch selbst die Krematorien gebaut. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie doch ganz genau, Frau Zeugin. Sie haben mir doch eben gesagt, Sie haben einmal ein Krematorium besichtigt, wie es im Bau war. Und bei welcher Gelegenheit war denn das? Es war doch an einem Sonntag. Ja. Und? Wir fuhren da vorbei und dann hat mein Mann da noch irgendetwas besprochen. Hat er etwas zu erledigen gehabt und bei dieser Gelegenheit waren Sie auch dabei. Und Sie wussten also doch, dass Ihr Mann das Krematorium baute, nicht? Oder wenigstens daran beteiligt war. Nun, sagen Sie bitte weiter, haben Sie von den Angehörigen des Lagers, die heute hier angeklagt sind, irgendwelche Personen persönlich kennengelernt? Ja, sicherlich. Ich weiß nicht, wer alles angeklagt ist. Nun, also zum Beispiel, da ist angeklagt Mulka. Ja. Kannten Sie ihn persönlich? Ja. Und bei welcher Gelegenheit haben Sie ihn kennengelernt? Das weiß ich nicht mehr. Das... Haben Sie denn gesellschaftlich verkehrt mit Mulka? Waren da irgendwelche Veranstaltungen in dem SS-Heim oder sowas? Ja. Es waren Veranstaltungen für die Soldaten. Ja. Und da gingen wir manchmal hin. Und Weihnachtsfeier war eine Weihnachtsfeier. Und haben Sie sich mit dem Angeklagten Mulka auch mal unterhalten? Über die Verhältnisse im Lager und so weiter. Sind Sie denn selbst in das Lager hineingekommen? Nein, also ich bin, da war eine Friseurstube eingerichtet, da bin ich manchmal hingegangen. War das innerhalb des Lagers oder war das außerhalb des Lagers? Das war bei uns in der Nähe. Das weiß ich. Mussten Sie denn durch den Lagereingang durchgehen? Nein. Nein. Also sind Sie denn in das innere Lager eigentlich einmal hineingekommen? Nein. Nein. Hatten Sie einen Ausweis dort, der Ihnen ermöglichte, frei sich dort in diesem Gelände zu bewegen? Ja. Ja. Den musste ich ja immer vorzeigen, wenn ich von zu Hause wegging. Und Sie mussten durch die große Postenkette durchgehen. Nun, Sie haben also Mulka kennengelernt und dann haben Sie von Mulka irgendwas Besonderes erfahren. Wussten Sie, was er für eine Tätigkeit hatte? Ja, nämlich? Adjutant. Er war Adjutant. Und was hat er als Adjutant getan? Wussten Sie das auch? Nein. Nein? Haben Sie auch den Kommandanten Höss gekannt? Ja. Wussten Sie, in welchem Verhältnis Höss und Mulka zueinander standen? Nein. Waren die sich sehr freundlich oder waren die d'accord? Also waren sie sich einig oder waren sie gegensätzlich oder wie? Ich habe sie ja nur bei solchen Veranstaltungen dann gesehen. Ja, da hatten Sie keine Veranlassung, etwas festzustellen? Ja. Nun sind Sie ja mit dem Angeklagten Mulka mal persönlich irgendwie zusammengekommen. Ja. Erzählen Sie mal, was da gewesen ist. Würden Sie ein bisschen näher ins Mikrofon sprechen, damit die Geschworenen das besser hören? Ja. Bitte schön. Wieso hatten Sie was mit ihm persönlich zu tun?
Nun, Sie wissen doch, worum es handelt, nicht um Ihre Anzeige, die Sie damals gegen Mulga erstattet haben. Tja, ich weiß nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das war. Nun war es denn nicht so, dass damals eine Verfügung kam, dass alle Frauen, die sich in Auschwitz befanden, irgendwo zur Arbeit verpflichtet wurden? Ja. Und dass Sie aus diesem Grunde Mulga aufgesucht haben? Ich weiß gar nicht, dass ich ihn aufgesucht habe. Oder bei welcher Gelegenheit haben Sie das Thema mit ihm besprochen? Ja, das habe ich schon so viel überlegt. Es fällt mir nicht ein. Fällt Ihnen nicht ein? Nein. Nun, bei dieser Gelegenheit haben Sie welchen Vorschlag dem Mulga gemacht? Wie wollten Sie Ihre Arbeit verbringen? Oder Ihre Arbeit leisten? Wo? Ich glaube, bei meinem Mann. Bei Ihrem Mann? Ja. Und war damit der Angeklagte Mulga einverstanden? Das weiß ich nicht mehr. Denn ich erwartete damals ein Kind, ich brauchte nicht zu arbeiten. Sie brauchten nicht zu arbeiten? Das stellte sich dann raus. Nun, wie kam es denn zu dieser Unterredung mit der Rede im Berliner Sportpalast? Ich weiß, dass ein Gespräch stattgefunden hat, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Und nun ja, das ist ja auch so wichtig, nicht? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich habe schon so viel darüber nachgedacht. Nun, Frau Bischof, Sie haben, wie der Angeklagte Mulga sich hier einlässt, ihn angezeigt. Und zwar angezeigt in Berlin bei Pohl. Und haben ihn angezeigt deshalb, weil er den Dr. Goebbels als einen Idioten bezeichnet habe, der durch seine Sportpalastrede dem deutschen Volk Schaden zugefügt habe. Stimmt das? Ich weiß nicht, ob das in der Form gewesen ist. Ich weiß nur, dass dass mein Mann hatte mich veranlasst, diesen Brief zu schreiben. Wie konnte Ihr Mann Sie dazu veranlassen? Wieso wusste er das? Tja, ich habe ihm sicherlich das Gespräch erzählt. Nun, Sie wussten doch, was eine solche Anzeichen der damaligen Zeit bedeutete. Ja, ob das eine Anzeige in der Form war, weiß ich heute nicht. Frau Bischof. Das weiß ich nicht mehr. Also, man kann Einzelheiten vergessen. Aber was damals eine Anzeige in diesem Sinne bedeutete, das weiß jeder von uns, der damals gelebt hat. Und heute weiß das war doch eine lebensgefährliche Anzeige, nicht? Also heute weiß ich das. Na, damals hat man es eigentlich noch besser gewusst. Nach meinem Dafürhalten. Ja. Was hat Sie denn nun veranlasst, diese Anzeige zu machen? Tja, ich hatte meinem Mann das erzählt und naja. Was geschah denn daraufhin mit Mulga? Das weiß ich nicht. Ich wurde eines Tages gebeten, zu einer Rücksprache zu kommen, da ins Führerheim. Da war Herr Mulga und ein Herr, den ich kenne ihn nicht. Ich glaub, der kam aus Berlin. Ja. Und dann wurde darüber gesprochen. Was haben Sie denn gesagt, als Mulga Ihnen diese Worte zurief, Goebbels, dieser Idiot, hat den totalen Krieg ausgerufen, was zur Folge hat, dass der Krieg verloren geht. Was haben Sie denn darauf geantwortet? Das weiß ich nicht. Herr Präsident, ja. Ich darf nochmals darum bitten, dass die Zeugin etwas lauter spricht. Sie ist kaum zu verstehen. Ja, also bitte sprechen Sie ganz nah ans Mikrofon. Ja. Sie hören ja, dass man ja. Das so sehen Sie es schon besser. Ja, also Frau Bischof, man konnte ja damals, wenn jemand eine solche Äußerung machte, ihn sofort
deswegen zur Rede stellen und konnte ihm etwa sagen, hören Sie mal, mein Lieber, wenn Sie derartige Reden führen, dann kann das für Sie ein Unglück bedeuten. Und ich will das nicht gehört haben, aber machen Sie das in Zukunft nicht mehr. Das könnte man zum Beispiel getan haben. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Ja, also wenn Sie es gesagt hätten, wäre es ja ganz unmöglich gewesen, dass Sie dann hinterher ihn denunziert hätten, nicht? Aber jedenfalls, dass das eine lebensgefährliche Aktion war, das konnten Sie sich ja vorstellen, zumal Sie ja die Anzeige wo gemacht haben? Nun, ich dächte bei Pohl in Berlin, nicht? Tja, na, die Adresse hat mir mein Mann ja gesagt. Ja. Sie wissen, wer Pohl war? Ja. Und Sie wissen auch, was das Reichssicherheitshauptamt war. Nun, was geschah denn daraufhin? Sie sagten, Sie wurden ins Führerheim gerufen zu einer Unterredung. Da war Mulka da, soviel ich weiß, bereits verhaftet und kam von Berlin, um Ihnen gegenübergestellt zu werden. Bitte? Nein? Verhaftung behauptete der Angeklagte Mulka. Die Zeugin hat davon jedenfalls nichts gemerkt. Ich verstehe nicht, Herr Eichmann. Ja, das wollte ich ja nur von ihr wissen. Nicht? Sie kann sich ja so schlecht auf alles erinnern. Wie war es denn? War denn Mulka damals schon verhaftet oder nicht? Meiner Meinung nach nicht. Das wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass er weg war. Sie wussten gar nicht, dass er weg war? Nun, haben Sie sich denn gar nicht darum gekümmert, was daraus geworden ist? Nein. Ja. Wussten Sie denn sonst etwas von den Vorgängen in Auschwitz? Haben Sie denn einmal gesehen, zum Beispiel, dass Leute in den Draht gelaufen sind, aus Verzweiflung, um ihrem Leben ein Ende zu machen? Nein, das habe ich nie gesehen. Das haben Sie nie gehört? Gesehen nicht, auch nicht gehört? Gehört, ja. Nämlich von wem? Das weiß ich nicht mehr. Nun, ich kann Ihnen helfen. Die Bedienung, die bei Ihnen tätig war, die soll Ihnen das erzählt haben. Das war auch eine Frau, eine Gefangene aus dem Lager. Die Bibelforscherin? Ja. Das mag sein. Haben Sie sonst irgendetwas von den Zuständen im Lager gewusst? Zum Beispiel, dass die Leute dort mit Prügelstrafen bedacht worden sind und dass die Leute dort so nichts zu essen hatten. Haben Sie denn niemals gesehen, dass solche Häftlingszüge daraus geführt worden sind aus dem Lager? Doch, die gingen ja morgens zur Arbeit. Mhm. Haben Sie denn auch gesehen, wie die Leute behandelt worden sind? Ja, sie arbeiteten überall dort. Man konnte das ja sehen. Und dann schrien immer die Kapos furchtbar mit ihnen rum. Und das habe ich auch gesehen, dass sie dann... Das haben Sie auch gesehen? Ja. Und haben Sie auch einmal den Angeklagten Mulka in dem Lager gesehen? Nein. Haben Sie ihn überhaupt dort außerhalb der gesellschaftlichen Veranstaltungen gesehen? Nein. Nicht vorbeigehen oder fahren, ja. Sonst nicht. Ja. Vorbeigehen oder vorbeifahren? Womit fuhr er denn? Mit einem Fahrrad? Oder mit einem Wagen oder was? Mit dem Auto sicherlich. Mit dem Auto fuhr er? Das kann ich aber jetzt, ich kann mich nicht an ein bestimmtes Mal erinnern. Ja. Und was hatten Sie denn für ein Verhältnis mit dem Angeklagten Mulka? Gar keins. Ja, aber ich meine, standen Sie... freundlich mit ihm. Ich bitte das natürlich nicht gleich falsch zu verstehen. Nein, ja, man begrüßte sich und sprach ein paar Worte vielleicht, aber sonst nichts. Ja, war er Ihnen nicht ausgesprochen unsympathisch? Nein. Haben Sie sich nicht daran gestoßen, dass er A. nicht an der Front war und B. in Auschwitz sich ein gutes Leben gemacht hat? Daran gestoßen, dass... Will ich nicht sagen, als er dann diese Äußerungen gemacht hat, das hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich das meinem Mann erzählt habe. Waren Sie denn mit ihm irgendwie verfeindet? Nein. Ja? Nein.
Sie haben mal gesagt, er sei der Vertreter von Lagerkommandant Höss gewesen. Ja, Vertreter, das weiß ich nicht, aber ein Adjutant war er. Vertreter, das weiß ich nicht. Hat Ihr Mann sich über Mulka aufgehalten und sich beschwert über ihn? Nein. Nein. Ja, Herr Staatsanwalt, ich weiß nicht, was ich sonst die Zeugin noch fragen soll. Ich habe keine Fragen mehr. Herr, haben Sie noch Fragen? Bitte schön. Wissen Sie, dass Ihr Ehemann nicht nur bei der Bauleitung beschäftigt war, sondern der Leiter der Bauleitung dort in Auschwitz war? Ja. Ja. Wissen Sie, dass er nicht nur die Krematorien, sondern auch die Gaskammern gebaut hat in Auschwitz? Nein. Hat er Ihnen da nie etwas davon erzählt? Nein. Wollen Sie das auf Ihren Eid nehmen, Frau Zeugin? Ja, ich habe ja, dass er das Krematorium gebaut hat, das wusste ich. Dass er Ihnen nie erzählt hat, dass dort auch Gaskammern gebaut werden, dass er dabei beschäftigt ist, dass dort Menschen vergast werden? Nein. Das wollen Sie auf Ihren Eid nehmen? Ja. Nun sagen Sie mal, in welchem öffentlichen Dienst sind Sie denn heute beschäftigt? Ich bin im Gewerbeaufsichtsamt. Was sind Sie denn da? Ich bin technische Angestellte. Im Gewerbeaufsichtsamt? Ja. Vor dem Untersuchungsrichter haben Sie gesagt, ich halte Ihnen das vor, Blatt 10.750. Sie, also Ihr Ehemann und Sie, hätten daran Anstoß genommen, dass Mulka mitten im Kriege ein feuchtfröhliches Leben führte. Ist das richtig? Ja. Bitte? Ja. Ja, und worauf gründen Sie das? Seinen Ausbruch damals, den er da in einer Weise vorführte. Wo er über den Goebbels gesprochen hat? Ja. Was hat denn das mit feuchtfröhlichem Leben zu tun? Das verstehe ich nicht. Unter feuchtfröhlichem Leben stelle ich mir also vor, wenn hier einer... Na, also so krass kann man es nicht sagen, aber es war doch bekannt. Na, Sie haben es aber doch so krass vor dem Untersuchungsrichter gesagt, sonst hätte der das doch wohl nicht so aufgenommen. Das kann ich ja gar nicht in der Weise beurteilen, ob er so gelebt hat. Es wurde nur darüber gesprochen. Was wurde denn gesprochen? Er arrangierte doch da diese Truppenbetreuung und war dann immer sehr verbindlich da mit den Künstlern. Und ja, ich habe keine Frage. Herr Richtmann Ormond. Zeugin, Ihr Mann war Sturmbannführer gewesen. Ja, also ganz zum Schluss. Und er hat die Stelle geleitet, die offiziell hieß Bauleitung der Waffen-SS und Polizei für das Konzentrationslager Auschwitz. Ja, ich sicher, ja. Da hat er doch sicher sehr viel mit dem Adjutanten zu tun gehabt. Hat er Ihnen nicht davon berichtet? Nein. Nein, das hat er nicht. Frau Zeugin. Einzelheiten, also ich wüsste das jedenfalls nicht, dass er mir da Einzelheiten erzählt hätte. Das weiß ich nicht. Er war ja auch sehr viel weg. Er war ja unterwegs sehr viel auf anderen Baustellen. Eine weitere Frage. Ist es zu einer Verhaftung von Mulka infolge dieser Anzeige gekommen oder nicht? Mir ist das nicht bekannt. Ich wusste, der weiß davon nichts. Frau Zeugin, es würde doch sicher Ihnen, der Sie die Anzeige erstattet haben, bekannt geworden sein. Gut, ich werde es anders formulieren. Frau Zeugin, ist im Lager darüber gesprochen worden, dass der Adjutant des Kommandanten verhaftet worden ist? Ich hatte nur sehr wenig Bekannte und von denen habe ich das nicht gehört und von meinem Mann auch nicht. Wie Sie damals Mulka gegenübergestellt worden sind bei der Vernehmung durch den Richter oder wer da war von Berlin, war da Mulka in Haft gewesen oder vorgeführt worden?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wissen Sie, was später aus diesem Verfahren geworden ist? Sind Sie als Zeugin vernommen worden? Nein. Irgendwo? Nein. Sie sind also nur dieses eine Mal als Zeugin gehört worden von dem Richter und nicht später in irgendeinem Verfahren außerhalb Auschwitz? Nein, es ist mir auch nicht gesagt worden, dass ich dort als Zeugin vernommen werden sollte, sondern ja, ich hielt das für eine Rücksprache. Gut, ich habe keine weitere Frage. Ich möchte gerne wissen, Frau Zeugin, in welcher Form verlief diese Rücksprache, von der Sie eben sprachen, auf die Frage des Kollegen Ormond? Wie verlief die? Können Sie das dem Gericht schildern? Das war also im Führerheim. Und ja. Wie verlief die? Als Sie reinkamen, waren schon alle da? Oder? Nein, wir waren nur zu dreien. Herr Mulka, der Herr aus Berlin und ich. Als Sie in das Zimmer kamen, waren die beiden anderen Herren schon da? Das weiß ich nicht genau. Können Sie sich nicht mehr erinnern? Wie es war, wie saßen Sie, standen Sie? Wir saßen an einem kleinen Tisch. Gemeinschaftlich? Ja. Können Sie das nicht, das ist besser, als dass ich Sie im Einzelnen frage, können Sie uns das nicht im Zusammenhang schildern? Ich weiß, kann es wirklich nicht, mehr weiß ich wirklich nicht. Sie haben es doch aber ziemlich genau noch gewusst am 9.12.61. Tja. War da zum Beispiel jemand, der Protokoll führte? Ich glaube nicht, nein. War nicht da? Nein. War der Angeklagte Mulka in Uniform? Das weiß ich nicht mehr. Das wüsste ich nicht, aber Sie waren doch immer alle in Uniform. Tja. Das weiß ich nicht. Als ich im Konzentrationslager war, habe ich die SS nur in Uniform gesehen. Ja, das meine ich auch, aber mein Mann war ja auch in Zivil zuerst die ganze Zeit. Ich möchte Zeit. Wissen, ob Sie sich erinnern können. Nein, da kann ich mich nicht erinnern. Können Sie sich nicht erinnern? Nein. Hatten Sie den Eindruck, dass der Angeklagte Mulka zu dieser Besprechung von weit her kam oder aus seinem Dienstzimmer kam? Das weiß ich nicht. Das war am Nachmittag, meine ich. Also es wurde nicht von einer Reise gesprochen, oder? Hatten Sie den Eindruck bei dieser Unterredung, dass er dabei nicht Herr seiner eigenen Freiheit war? Nein. Hatten Sie nicht? Nein. Wie verlief denn die Verabschiedung? Wer ging denn zuerst raus aus dem Zimmer? Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich ich. Sie aber zuerst. Das weiß ich nicht mehr. Genau. Das wissen Sie nicht? Nein. Und das war das Einzige, was Sie gehört haben? Ja. Ihnen war nicht gesagt worden, Schön, die Frage ist bereits beantwortet. Ich danke schön, ich habe keine weitere Frage. Herr Reichsanwalt Dr. Stolling 2. Frau Bischof, wann sind Ihre Kinder geboren? 42, ein Adoptivkind, und 45, der zweite Sohn. Ja, Sie sagten, wenn ich Sie recht verstanden habe, vorhin, dass damals, dass diese Äußerung gefallen sei, wegen des Arbeitseinsatzes, dass Sie damals in anderen Umständen gewesen wären. Ja. Wann war denn das mit dem Arbeitseinsatz? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. In welchem Jahr war denn das? Das 44 sicherlich. Na schön. Anderen Komplex. Als Ihr Mann, wie Sie sagen, Ihnen den Auftrag gab, den Denunziantenbrief zu schreiben an Pohl, wussten Sie da, dass Pohl der Gerichtsherr des Angeklagten Mulka war? Nein. Nein. Weshalb haben Sie denn dann gerade an Pohl geschrieben? Ich weiß es nicht. Mein Mann sagte mir die Adresse. Ich nehme an, der war zuständig für die Lager, der war doch für die Lager. Aha. Haben Sie diesen Brief selbst formuliert, diesen Denunziantenbrief, oder hat Ihr Mann Ihnen diesen Denunziantenbrief diktiert? Ja. Was ja? Das weiß ich nicht mehr genau. Sicherlich. Was sicherlich? Hat er ihn mir diktiert. Sicherlich hat er ihn diktiert. Wissen Sie noch, wie lang dieser Brief war? Nein. Eine Seite, zwei Seiten. Weiß ich nicht. Ich bitte hier nicht zu...